Wenn ich euch die Flasche des heutigen Bieres zeige, nur vielleicht aus der Entfernung, dann wissen die Experten schon, es geht um ein Bier der Inselbrauerei. Welches Bier das allerdings ist, das verrate ich euch erst, wenn ihr dranbleibt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Bierverkostung hier auf dem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid allesamt Abonnenten des Kanals. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann ganz schnell da unten ein Abo dalassen und den Kanal bei seiner Arbeit unterstützen. Ich sage danke dafür und freue mich, dass ich euch heute ein Bier der Inselbrauerei präsentieren kann. Wie erkennt man ja an diesem brauereitypischen Papiereinband der Flasche? Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Biere von der Inselbrauerei auf Rügen. Das hier ist die Baltic-Gose und da steht auch seltene Biere drauf oder seltenes Bier. Was steht da? Seltenes Bier. Das dürfte vermutlich die Umschreibung dessen sein für ein besonderes Bier außerhalb des Reinheitsgebotes, denn da bewegt sich die Gose ja nun mal definitiv. Denn in diesem Fall ist zumindest Traubenzucker reingekommen. Ich habe mir sagen lassen, es ist auch Koriandersamen drin. Meersalz ist auf jeden Fall mit drin und in jedem Fall ist es eine schöne Gose geworden. Baltic, also Ostsee, steht ja beim Baltic Porter zum Beispiel für die durchaus etwas heftige eingebraute Variante. In dem Fall reden wir über 6,5 Volumensprozent und das finde ich für eine Gose durchaus auch imperial, double bzw. eben Baltic. Die Ostsee, das wusste ich auch nicht, ist Heimat vieler Wale und ich glaube, mit Trinken dieser Flasche unterstützt man auch hier zwei Projekte, unter anderem die Meldung bzw. die Sichtungsmeldung von Walen, denn es gibt Schweinswale und Buckelwale und korrigiert mich, aber ich glaube, das ist ein Buckelwal, oder? Hier draußen drauf. Bin nicht so der Experte, was Fische angeht, aber Buckelwal, glaube ich, also Schweinswale sind, glaube ich, viel, viel kleiner. Die schauen eher aus wie Delfine, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das dürfte dann eher ein Buckelwal sein. Gose eigentlich ein Getränk, das entweder aus dem Harz beziehungsweise aktuell so die bekannteste Gose vom Leipziger Bahnhof kommt das ist die Interpretation eben der Ostsee. Man macht Meersalz rein statt Kochsalz und braut es dann vermutlich auch noch ein bisschen mit Bums ein. Das Ganze ist mit einer Brüthefe vergoren. Also ich rechne mal damit, dass das Ganze nicht nur salzig und möglicherweise auch nach Koriandersamen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob da welcher drin ist. Ich habe da unterschiedliche Quellen. Draufstehen tut es jedenfalls nicht. Aber eine Brüthefe wird dafür sorgen, dass das Ganze eher so ein bisschen Champagner-gleich ist, sehr trocken vor allen Dingen werden wird. Und jetzt rede ich mich hier schon um Kopf und Kragen. Ich glaube, wir sollten über das Bier reden, beziehungsweise das Bier mal einschenken. Und werfen natürlich noch einen Blick auf diese wunderschöne Bottle Cap oder Kronkorken, wie der Deutsche sagt. Und dann geht es dann... Oh, das riecht schon sehr Champagner-like. Aber dazu gleich mehr. Jedenfalls bildet sich ein herrlicher Schaum und das ist ein richtig schön feiner, ja schon sektgleicher Schaum. Drunter ein kräftig orange-goldenes Bier. So eine leichte Trübung würde ich jetzt mal ausmachen, aber eher im ganz, ganz dezenten Bereich. Schön auch ein bisschen Kohlensäure zu sehen und der Schaum obendrauf hätte ich jetzt, wenn ich ihn mit dem Sekt verglichen hätte, gesagt, na, der muss jetzt aber gleich verschwinden, aber der steht zumindest noch halbwegs gut da oben drauf. Das ist ganz witzig. Das ist eher ein bisschen fruchtig. Das ist so ein bisschen Birne. So Birne, Apfel, so in diese Richtung geht das. Aber, und das finde ich auch so ganz witzig, kennt ihr das, wenn er so am Meer steht und so mal so richtig tief einatmet, so diese salzige Meerluft. Das ist so ein bisschen, erinnert das lustigerweise daran. Aber dann wird es gleich wieder abgeholt von seiner relativ reifen Birne. Also
Ich finde mal also zumindest eine sehr, sehr spannende Nase. Und dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze auch mal an. Sehr zum Wohl. Cheers. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Also, das ist jetzt so, was ich sehr langatmig vorhin in der Einleitung gesagt habe. So, das ist so Champagner-ähnlich, Sekt-ähnlich. Macht mal den ersten Schluck und ihr wisst schon, was ich rede. Wobei ich auch sagen muss, Sekt ist ja durchaus ein Getränk oder auch Champagner, wo man nicht so das Gefühl hat, dass es so direkt alkoholisch zugeht. Hier muss ich sagen, da ist der Alkohol doch, ich will jetzt nicht sagen, dass er sehr vordergründig ist, aber den merkt man. Also die 6,5%, die glaubt man dem Bier beim ersten Schluck schon. Aber es ist trotzdem, es ist sehr, sehr elegant drum. Ja? Es ist ein Bier, was sich so einen spannenden, edlen Mantel, würde ich jetzt fast sagen, um diesen Alkohol drumlegt und diese fruchtigen Aromen, die wir in der Nase gehabt haben, mit Birne, Apfel, das hat man jetzt auch im Trunk. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also gerade dieses Birnige fasziniert mich total. Ich bin ein großer Birnenfreund. Nach Pflaumen, glaube ich, so meine zweitliebste Frucht bei Kuchen oder bei Getränken auch. Und dazwischen mischt sich jetzt so langsam so ein bisschen diese salzige Note rein. Es ist eine leichte Säure mit dabei, das im Ganzen aber nochmal richtig schön viel Frische mitgibt. Und so dezente Hefenoten sind auch auszumachen. Also es ist ein echt ein spannendes und durchaus komplexeres Bier. Richtig schön trocken, wenig Restsüße. Das erinnert schon sehr, sehr an Sekt und Champagner, aber mit so einer leichten, bierigen, fruchtigen Note. Und das ist tatsächlich ein gutes Bier, wenn man mal so als Aperitif was reichen möchte, wo die Leute sagen, das ist jetzt ein Bier oder was ist denn das? Und dann kommt man dann ins Gespräch und dann kann man gerade auch so bei Tastings oder bei Food Pairings kann man dann tolle Geschichten erzählen und sagen, naja, habt schon euren ersten Aha-Moment gehabt. Und das ist ein Bier. Von der Farbe her würde ich auch sagen, erinnert das schon sehr, sehr stark an ein Bier. Also ich glaube, bei einem Tasting dann zu sagen, nee, das ist hier schwerer Champagner aus irgendeinem französischen Landgut, das wird ein bisschen schwierig werden. Dafür ist es definitiv zu dunkel. Aber so als Champagnerersatz funktioniert es dann eben doch gut. Und als Bier erkennt man es dann halt auch nicht sofort. Schöner, schlanker Körper, prickelnde Kohlensäure, das ist absolut vergleichbar. Und auch von der Textur her relativ leicht, schön frisch und geht richtig glatt runter. Und im Nachtrunk dann ist es relativ kurz, es bleibt schön fruchtig. Die Hefe kommt noch mal ein bisschen rein. Man hat so einen schönen, leichten, hefigen Untergrund, aber ansonsten fruchtig und durchaus auch trocken. Also ich muss sagen, ja, ich mag bei solchen Bieren, gerade wie in der Gose, ich mag so diese richtig geraden, ehrlichen, die nicht so interpretiert sind und wo nicht so viel drinsteckt. Das allerdings, ich würde sagen, das ist eine Ausnahme. Inselbrauerei, Baltic Gose, das ist ein richtig schönes Bier. Und auch da ärgere ich mich gerade wieder, nur eine Flasche gekauft zu haben. Denn für mich sind das glatte 4 von 5 möglichen Punkten für die Baltic Gose aus dem Hause der Inselbrauerei auf Rügen. Und wenn ihr andere Interpretationen einer Gose kennt, die ich mal hier verkosten sollte, dann her mit Infos dazu. Wenn ihr die Baltic Gose kennt von der Inselbrauerei, dann lasst uns darüber reden. Irgendjemand hat mir neulich, das war ganz witzig, es war mal im Gewinnspiel, glaube ich, hat mir geschrieben, ich sollte mal die Baltic Gose von der Inselbrauerei probieren. Das war schon im Kühlschrank, das Ding. Habe ich mir, weiß gar nicht, wo ich die gekauft habe, habe ich immer irgendwo mitgebracht. Und fand die spannend und wollte mal schmecken, wie eine Ostseegose schmeckt. Das haben wir heute gemacht, gutes Ergebnis erzielt. Und ich würde sagen, damit können wir uns jetzt heute zur Ruhe setzen. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ich bin raus, bis dahin. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi! Cheers!